Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 82, Setzpunkt der Fraktion der FDP, Antrag betreffend Energiepolitik der Landesregierung gescheitert, Drucksache 19/5759 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Das Wort hat Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU heute hier ist, Herr Boddenberg. Er hat mir ja in der Generalaussprache Hinweise gegeben, wie er die Einschätzung hat, dass die Freien Demokraten ihre Energiepolitik weiterentwickelt hätten in Hessen. Ich kann Ihnen nur zurückgeben, Herr Boddenberg, heute gut zuhören. Vielleicht lernen Sie noch etwas und können Ihre Energiepolitik auch einmal weiterentwickeln. Und zu den guten Ansätzen, die Sie ja mal vor einigen Jahren noch hatten, zurückkehren. Da waren Herr Beuth und Herr Rock noch einer Meinung bei der Energiepolitik. Das hat sich sehr geändert, leider. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es heute ja einen Denkanstoß für Sie, sich in die richtige Richtung zurückzuentwickeln. Ja, aber eigentlich hoffe ich ja, dass die GRÜNEN ganz besonders zuhören heute. Weil ich glaube, für Sie ist es ein besonderer Tag. Weil ich habe hier schon ganz oft vorgetragen, habe Sie auf die Fakten und die Realität hingewiesen. Jetzt habe ich als Grundlage den Bericht der Landesregierung zur Energiepolitik in Hessen. Und das sind ja Ihre eigenen Fakten, also das, was Sie selbst darlegen. Und von daher, vielleicht glauben Sie sich ja selbst. Das wäre ja schon einmal ein guter Anlass, zu sagen, wir müssen diese Energiepolitik, die in Deutschland betrieben wird und die Sie vor allem hier als Landesregierung in Hessen darstellen, hinterfragen. Was sind diese Fakten? Diese Fakten sind, dass wir gigantische Subventionen ausgeben, 173 Milliarden € durch das Erneuerbare Energiengesetz an Subventionen verteilt. Ich habe ja in der letzten Plenarwochen den Energieminister des Landes Hessen, Tarek Al-Wazir, gefragt, wie sieht es denn aus mit den CO2-Entwicklungen? Wie entwickeln die sich denn? Haben diese gewaltigen Subventionen dazu geführt, dass sich der CO2-Ausstoß jetzt absenkt? Und dann hat er hier eingeräumt. Ich hätte immer gesagt, die Entwicklung des CO2-Ausstoßes stagniert. Aber er hat eingeräumt, dass sie sogar zeitweise wieder ansteigen. Und dann muss man doch einmal fragen, bei dieser gigantischen Summe Geld, die wir ausgeben, gigantische Summe Subventionen, die ja nicht verschwinden, sondern die irgendeiner bekommt, oft ein chinesisches Unternehmen, das die Anlagen mittlerweile baut, oder ein guter Projektierer, Finanzinstitute, die diese 173 Milliarden € vereinnahmt haben. Aber gezahlt haben das die Verbraucher in Deutschland, und zwar der Hartz-IV-Empfänger genauso wie der Millionär, und zwar genau die gleiche Summe. Genau die gleiche Summe ist hier beigetragen worden. Und der Effekt seit einigen Jahren, der Effekt ist nicht mehr nachweisbar, und dann muss man diese Politik doch hinterfragen. Es ist, glaube ich, klug, mal an die großen Denker der Vergangenheit zu erinnern. In der Renaissance hat mal ein großer Denker festgestellt, der Staatslenker versucht hat, eine Anleitung zu geben, wie sie ihren Staat am besten regieren könnten. Er hat ausgeführt, es ist weise und schwierig, eine Krankheit in einem frühen Stadium zu erkennen. Das ist schwierig. Dann kann man aber oft noch eine Therapie entwickeln. Es ist einfach, eine Krankheit im Endstadium zu erkennen, aber dann stirbt der Patient in der Regel. Und wir als Freie Demokraten haben kein Interesse daran, dass Deutschland eine Energiepolitik betreibt, die nicht dazu beiträgt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern wir wollen den CO2-Ausstoß reduzieren, aber wir wollen auch, dass es vernünftig und dass es an der Sache orientiert gemacht wird. Und das ist unser Ansatz. Und, lieber Herr Minister Al-Wazir, Sie haben diese 1.000 Windräder bejubelt, die in Hessen jetzt stehen. Sie haben diese 1.000 Windräder bejubelt, und Frau Dorn bestätigt das ja wieder. Sie finden das wirklich toll. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum der Beton im Fundament eines Fahrradweges böser Beton ist und der Beton im Fundament
eines Windrads in einem Naturschutzgebiet, in einer der schönsten Regionen unseres Landes, guter Beton ist. Für mich ist Beton Beton, und er muss sich. Ja, und wenn ich die Landschaft in Deutschland zubetoniere, dann muss das einen Nutzen haben, und den müssen Sie beweisen. Das müssen Sie beweisen, und das möchte ich Ihnen jetzt mal versuchen, noch einmal nahezulegen. Was bringen diese 1.000 Windräder, die wir jetzt in unsere Landschaft betoniert haben? Und ich kann Ihnen nur raten, mal zu den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen und die dann auszulachen. Ich kann Ihnen mal raten, gehen Sie mal auf die Bürgerversammlungen in die Regionen, wo diese Windräder errichtet werden. Da sind Sie ja gar nicht mehr. Da sind Sie ja gar nicht mehr. Und da fragen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger, ob die das lustig finden. Da lachen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger aus. Das machen Sie nur hier, wenn Sie Ihre Mehrheit haben und in einer relativ überheblichen Art und Weise. Ich glaube, das wird Ihnen in Hessen nicht gedankt werden. Aber was bedeuten die 1.000 Windräder? Die bedeuten, dass Hessen 0,9 % des Primärenergiebedarfs decken kann. 0,9 %. Was heißt das? Wollen wir 100.000 Windräder in Hessen aufbauen? Wir brauchen gar nicht über Speicher zu reden oder alles andere mehr. Aber Sie müssen doch erkennen, dass das nicht die Lösung sein kann. Das müssen Sie doch einräumen, 0,9 %. Und dann stelle ich fest, was machen Sie denn eigentlich hier in Hessen? Was machen Sie eigentlich hier in Hessen? Was ist denn eigentlich das, was Sie hier vorantreiben? Wenn ich mir ansehe, was Sie hier für Möglichkeiten haben, ich spreche einmal an, wo wir uns eigentlich einig sein können. Wir sagen, wir müssen in die Forschung investieren. Wir müssten in Hessen ausreichend in die Forschung investieren. Was macht die grüne Landesregierung hier in Hessen? Was macht der grüne Minister? In der alten Legislaturperiode haben wir im Höhepunkt 12,6 Millionen € in Forschung investiert. Das kam ja alles in Zahlen aus dem Bericht der Landesregierung. Keine FDP-Zahlen. Können Sie dort nachlesen. Was machen Sie? Was machen Sie? Bei Ihnen werden noch gut 5 Millionen € für Forschung zur Verfügung gestellt. Und welche Auswirkungen hat das? Das hat natürlich die Auswirkung, auch aus Ihrem Bericht, dass die Patentanmeldungen in Hessen zu dem Thema 60 % zurückgegangen sind. Das ist Ihre eigene Verantwortung. Das sind die Zahlen aus Ihrem Bericht um 60 % zurückgegangen. Da sind auch absolute Zahlen genannt. 78 Patentanmeldungen auf 32. Das sind die Zahlen aus Ihrem Bericht. Sie investieren nicht in die Zukunft. Wohin investieren Sie eigentlich das Geld? Was machen Sie eigentlich mit dem Geld, das Sie dort zur Verfügung haben? Sie investieren in Öffentlichkeitsarbeit. Nicht in Forschung, nicht in Patente, nicht in Innovation. Das sind die Zahlen aus Ihrem Bericht. Sie investieren in Öffentlichkeitsarbeit, in Stellen für abgewählte Funktionäre Ihrer Partei, die dann diese Themen bei den Menschen unter meiner Auffassung kreativ ausgelegte Fake News dann versuchen, diese Politik zu verkaufen. Das tun Sie. Hier, das sind alles Zahlen aus Ihrem Bericht. Ich würde Sie als GRÜNE doch einfach einmal bitten, akzeptieren Sie die Realitäten. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Energiepolitik unfassbar teuer ist und kaum noch Wirkung erzielt. Das ist an der Stelle doch absolut nachgewiesen. Und ich will Ihnen jetzt noch einmal etwas sagen. Der Minister schreibt in dem Bericht, Übertragungs- und Verteilnetze als große Aufgabe bei der Energiewende. Ich sage Ihnen, Herr Minister, richtig. Was ist die Bilanz, die vorliegt? 97 % der Netze, die eingefordert worden sind, 97 % der Netze sind noch nicht gebaut. Nicht gebaut, sondern sie sind nicht gebaut. Die gibt es nicht. Und die Verteilnetze, der Ausbau der Verteilnetze, 0,05 % ist er gestiegen. Die Investitionen, 0,05 %. Das ist doch nichts. Und wissen Sie noch etwas? Es war im Wiesbadener Kurier zu lesen. Die Blackout-Gefahr steigt. Und ich schreibe das heute hier ins Protokoll, Herr Minister. Ich habe Ihnen eine Anfrage gestellt. Die haben Sie aus meiner Sicht einfach nicht angemessen beantwortet. Wenn Sie heute, wenn die Rede hier gehalten ist, können Sie nie mehr behaupten, Sie wären nicht gewarnt gewesen. Wenn es zum Blackout kommt, tragen Sie hier mit die Verantwortung. Dann tragen Sie mit die Verantwortung. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat erklärt, die Netze drohen zu bersten.
In der zweiten Januarhälfte war am Beispiel die Situation der Nord-Süd-Leitung, dass auch für die Region zuständige Übertragungsnetzbetreiber Amprion mehrere Tage in den Abendstunden extrem angespannt. Die Netze drohen zu bersten, sagt Klaus Kleine-Korte, Amprion-Chef. Es hätten nur wenige Tropfen gefehlt, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Niemand in Hessen kann behaupten, der für diese Energiepolitik eintritt, und es kommt zu dieser Katastrophe, dass er es nicht gewusst hätte, Herr Minister. Wenn Sie nicht endlich reagieren, tragen Sie hierfür die Verantwortung. Ich fordere Sie auf, diese Gefahr ernst zu nehmen und dem entgegenzuwirken. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Dorn, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben ein weiteres Plenum in dieser Legislaturperiode, bei dem die FDP als wichtigsten Punkt dieser Woche, als allerwichtigsten Punkt, den Kampf gegen die Energiewende und den Kampf gegen den Klimaschutz setzt. Wollen Sie nicht, Herr Kollege Rock, vielleicht einmal etwas anderes setzen? Wollen Sie vielleicht nicht einmal eigene Inhalte nach vorne bringen? Das wäre doch vielleicht auch einmal eine Abwechslung. Ich habe mir das jetzt durchgezählt. Die letzten 41 Plenarrunden dieser Legislaturperiode. Wie oft war das allerwichtigste Thema für die FDP der Kampf gegen die Energiewende, der Kampf gegen den Klimaschutz? Mehr als die Hälfte der Sitzungen haben Sie verbraucht, um wieder und wieder dieses Thema zu bringen. 21 Mal war das Ihr wichtigstes Thema. Meinen Sie nicht, dass Sie langsam einfach einmal etwas Positives voranstellen wollen, was Sie erreichen wollen? Oder wollen Sie wirklich Ihre ganze Energie der Kampf gegen den Klimaschutz verschreiben? Da muss man sich einmal überlegen, diesmal der Montag, an dem Sie Ihren aktuellen Setzpunkt beschlossen haben gemeinsam, was war an dem gleichen Tag? An dem gleichen Tag gab es einen öffentlichen Aufruf. Einen öffentlichen Aufruf von vielen, vielen Unternehmen. Die Unternehmen sind z.B. Adidas, Aldi Süd, E.ON, die Otto Group, Siemens, Tchibo, zwei Elektroindustrie, ENBW, Baufritz. Lauter Unternehmen, wo ich sagen würde, die sind jetzt nicht total die Ökos. Und was haben die gefordert, Herr Kollege Rock? Die haben gefordert, dass Subventionen für Kohle und Gas abgebaut werden sollen. Die haben gefordert, dass man stattdessen das Geld in erneuerbare Energien stecken sollte, in eine CO2-arme Wirtschaft. Die haben sogar gefordert, Herr Kollege Rock, dass es einen CO2-Mindestpreis geben soll. Und diese Unternehmen, die hier unterzeichnet haben, die haben insgesamt 1,9 Millionen Arbeitnehmer weltweit, 1,9 Millionen Arbeitnehmer und einen globalen Umsatz von 676 Milliarden Euro. Sie sind nicht mehr ewig gestrig, sie sind ewig vorgestrig geworden mit ihren Positionen. Und Ihr Antrag ist eine Ansammlung von Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Deswegen haben wir einmal einen Faktencheck gemacht über Ihren Antrag, der angeblich zitiert, den Monitoringbericht. Wenn man immer nur verkürzt zitiert, Herr Kollege Rock, wird es trotzdem falsch. Den ersten Punkt, den Sie sagen, wir hätten unsere zentralen Ziele der Energiepolitik nicht erreicht. Ich darf einmal zeigen, die Zahlen für den in Hessen produzierten erneuerbaren Energien am Stromverbrauch. Wir waren 2013 zu Beginn unserer Regierungsmitverantwortung bei 12,5 %. Heute sind wir bei 17,3 %. Wir haben das tausendste Windrad im Sommer eingeweiht. Die Fachagentur Windenergie an Land hat gerade vor wenigen Tagen einen Quartalsbericht gemacht für das Jahr 2017. Da stehen wir im Bundesvergleich ziemlich gut da. Ja, bei den registrierten Inbetriebnahmen sind wir Platz 7 mit 214 Megawatt, bei den noch nicht umgesetzten Genehmigungen gemeinsam mit Baden-Württemberg auf Platz 5. Und es gibt leider eine schlechte Nachricht bei dieser Studie der Fachagentur Windenergie an Land.
Die schlechte Nachricht ist, dass in diesem Jahr kaum etwas dazukam. Übrigens nicht nur in Hessen, sondern bundesweit. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das Erneuerbare Energiengesetz auf Bundesebene beschlossen worden ist, was eine erhebliche Einbuße für die Frage- und Windenergie an Land bedeutet. Und gestern hat ja der Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel so nett gesagt, Energiewende muss man können. Ja, genau das war das Problem. Wir hatten einen Bundesminister, Sigmar Gabriel, der kann eben nicht die Energiewende und hat ein solches EEG vorangebracht. Herr Kollege Rock, wir wissen, wer die politische Verantwortung trägt, Herr Kollege Rock. Und unser, ja, Herr Kollege Rock, unser politisches Ziel ist übrigens nicht nur der Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern die Klimaschutzziele. Und ich weiß ja, dass gleich die Opposition eine Studie jetzt gleich anmerken wird, wo wir schlechter abgeschnitten haben. Die werden wir uns auch genau anschauen. Man muss ja immer schauen, wo kann man noch entsprechend steuern. Aber ich möchte mal eines sagen. Energiewende ist viel mehr als der Ausbau von erneuerbaren Energien. Also die aktuellen Zahlen sind sehr gut, da sind wir sehr optimistisch. Aber die Energiewende ist ja viel mehr. Das ist das Thema Energieeffizienz zum Beispiel. Das wurde leider in dieser Studie nicht berücksichtigt. Da haben wir mit der Energieagenda einen ganz maßgeblichen Erfolg gebracht. Und insgesamt, wir haben gerade einen Klimaschutzplan beschlossen in diesem Jahr, der läuft jetzt an. Und da sind alle Bereiche drin. Wärme, Energie in Gebäuden, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, wirklich komplett. Und das sind unsere Ziele, und diese Ziele wollen wir erreichen. Und im Moment schaut es auch gut aus, dass wir die erreichen können, unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben. Dann, Herr Kollege Rock, immer wieder das gleiche Thema. Wir haben es ja schon oft hier besprochen, das Thema EEG. Sie sagen, 173 Milliarden € wären an Subventionen geflossen und hätte nicht zur Reduzierung der CO2-Emissionen beigetragen in Ihrem Antrag. Das ist falsch. Zum einen suggeriert es ja, wir würden keine Reduktion der CO2-Emissionen in Hessen haben. Das stimmt nicht. Wir haben im Vergleich zu 1990 15,3 %, suggeriert es aber, 15,3 % gesenkt. Dann sagen Sie immer wieder das gleiche Argument, dass ich habe mich an Ihrem Antrag entsprechend, vielleicht lesen Sie Ihren eigenen Antrag noch einmal, das würde vielleicht helfen. Dann haben Sie, sagen Sie immer wieder, dass das EEG ja nicht helfen würde für den Klimaschutz. Völlig falsch. Das EEG fördert die klimafreundlichen erneuerbaren Energien und bietet die Alternative zur Kohlekraft. Und jetzt kommen Sie mir immer wieder mit dem Zertifikatehandel. Der Zertifikatehandel ist wirklich ein Problem, weil der Zertifikatehandel nicht gut ist. Der ist auf europäischer Ebene. Und es sind zu viele Zertifikate auf dem Markt, und deswegen lohnt es sich leider immer noch, für billige Braunkohlemeiler und andere klimaschädlichen Anlagen weiterzulaufen. Aber wer hat denn den Zertifikatehandel immer blockiert? Weinen Sie doch keine Krokodilstränen, das waren Sie. Sie, als Sie in der Bundesregierung waren, haben bei der wesentlichen Abstimmung blockiert, dass Deutschland für die Veränderung des Zertifikatehandels entsprechend stimmt. Insofern erzählen Sie doch hier keine Märchen. Und zu den Subventionen. Wenn Sie immer wieder die Subventionen anmerken, warum erzählen Sie eigentlich nie, wie viele Subventionen alleine in die Fossilen gingen? Über die Atomaren gar nicht zu schweigen und den Restkosten. 50 Milliarden € Subventionen. 50 Milliarden hat der IWF jährlich ausgerechnet für die Frage fossile Energien. Der IWF ist jetzt auch keine grüne Parteitagsinstitution. Und die erneuerbaren Energien liegen jährlich bei der Hälfte. Die fossilen Energien haben weit mehr Subventionen, Herr Kollege Rock, und das verschweigen Sie immer wieder. Der zweite Punkt. Die steigende Steuer- und Abgabenlast, die die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft gefährdet. Ich frage Sie einmal. Also, erstens haben wir gute Zahlen. Wir haben beim BIP von 2014 bis 2016 ein Wachstum von 6 %. Also, im Moment schaut es sehr, sehr gut aus. Aber ich bin sogar bei Ihnen, und wir sind sogar bei Ihnen, es gibt so hohe Abgaben. Wir haben auf Bundesebene ja einen Vorschlag gemacht, die Stromsteuer abzuschaffen, die EEG-Umlage zu reduzieren. Wir hätten auch eine Koalition mit Ihnen, hätten wir auch wenn wir in Koalitionsverhandlungen reingegangen. Aber warum hat denn die FDP die Chance nicht ergriffen, an dieser Stelle auch etwas zu tun? Warum haben Sie sich denn der Verantwortung entsagt? Wir wollten die EEG abschaffen. Nein, wollten wir nicht. Aber wir wollten die Abgaben abschaffen. Das ist der Punkt, den Sie hier haben. Der dritte Punkt. Sie meinen, wir würden uns nur einseitig auf den Ausbau der Windenergie fokussieren. Das ist falsch. Den Klimaschutzplan lehnen Sie ja ab, aber da ist es um einiges mehr. Und die Bilanz zeigt ein Problem, das wir haben, die Photovoltaikanlagen. Wir würden viel lieber mehr Photovoltaikanlagen in Hessen haben. Und was sehen wir? Seit 2011 haben wir einen Rückgang beim Zubau. Und deswegen übrigens auch bei der Beschäftigungsbranche einen enormen Einbruch. Es ist wirklich ganz schade und schrecklich, was in so eine tolle Branche kaputt geht. Aber warum ist sie denn kaputt gegangen?
weil 2011 das EEG bei der Photovoltaik so stark verändert worden ist, dass es enorme Probleme gab für all die Unternehmen, die mit Photovoltaik hier zu tun haben. Und wer war damals der Wirtschaftsminister? Das war, der ist fast schon vergessen, Herr Philipp Rösler, der war mal Bundeswirtschaftsminister, Herr Kollege Rock. Sie können sich nicht einmal von Ihrer eigenen Verantwortung wegdrücken. Der nächste Punkt, Sie meinen, Windenergie würde keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, stimmt nicht. Alleine mit den neu gebauten Windenergieanlagen von 2014 bis 2016, also in unserer Regierungszeit, kann so viel Luft, CO2 eingespart werden, wie rund 550.000 Fahrzeuge verursachen. 550.000 Fahrzeuge. Und das soll kein Beitrag sein. Und dann geht das immer besonders an mein Herz, Herr Kollege Rock, wenn Sie plötzlich über den Naturschutz sprechen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, für uns ist Beton immer gleich Beton. Wann haben Sie denn eigentlich, mal bei dem Thema Naturschutzgesetze, irgendwie uns unterstützt? Sie haben immer alle Gesetze im Bundesrat in Ihrer eigenen Regierungsverantwortung alle immer geschliffen. Für Sie war Naturschutz immer ein Dorn im Auge. Und jetzt kommen die Windräder und plötzlich erkennen Sie, reden Sie über die wunderschönen Wälder. Und was ist denn, wenn es um die Frage nachhaltige Forstwirtschaft geht? Haben Sie sich jemals für eine nachhaltige Forstwirtschaft eingesetzt, damit wir unsere Wälder erhalten? Sie wollen doch so einen Hochleistungswald. Wir kämpfen für FSC. Und jetzt tun Sie so, als ob Sie sich für den Wald einsetzen würden. Und dann setzen Sie auch noch Horrorzahlen in den Wald, sage ich schon, Horrorzahlen in die Öffentlichkeit. Sie haben im Oktober die Behauptung aufgestellt, im Reinhardswald würden angeblich 2.000 Hektar fallen für Windräder. Was ein Unsinn. Dort sind, Sie verwechseln immer wieder Vorranggebiete mit der Frage von Rodungen. Im Reinhardswald sind 200 Windenergieanlagen geplant. 200. Und dann, Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Zum Ende. Ich muss noch das eine fortführen. 0,5 Hektar pro Windenergieanlage sind 100 Hektar, die gerodet werden, Herr Kollege Rock, und nicht 2.000. 100 und 2.000 ist ein riesiger Unterschied. Sie bringen die Leute auf die Bäume und machen ihnen Angst, und das ist verwerflich. Als Nächstes hat das Wort Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, auch die letzte Plenarwoche dieses Jahres vergeht nicht, ohne dass die FDP hier noch einmal ihren Kampf gegen Windmühlen ausficht und gegen die Energiewende polemisiert. Dabei, liebe FDP, ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum Sie sich so sehr über die Energiewende in Hessen aufregen, weil die findet doch fast gar nicht statt. Also Hessen ist im aktuellen Ländervergleich erneuerbare Energien, das DIW, um zwei Plätze auf Platz 14 abgerutscht. Nur der Stadtstaat Berlin, ja, nur der Stadtstaat Berlin und der Kleinstaat Saarland sind noch hinter uns. Die anderen Stadtstaaten sind sogar noch vor uns. Also, ich sage mal ganz ehrlich, mehr als die beiden grünen Minister, das hätte doch auch ein FDP-Minister nicht hinbekommen, noch weiter abzurutschen. Ich weiß überhaupt nicht, warum Sie sich da so aufregen. Die FDP, und was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, dass die FDP sich jetzt aufspielt als Waldschützer. Also jetzt ist ja der Wald für Sie ein ganz schützenswert bei Autobahnen, Landebahnen, Gewerbegebieten. Da war Ihnen der Wald immer herzlich egal. Am Langener Waldsee, liebe FDP, sollen gerade 8 Hektar Wald gerodet werden, und zwar besonders schützenswerter Bannwald, damit die Firma Sering den Kiesabbau erweitern kann. Der BUND klagt dagegen, die FDP glaube ich noch nicht. Ich frage mich, wo bleibt denn da der Aufschrei der FDP, der Waldschützer FDP? Und besonders schützenswerter Bannwald. Und man muss natürlich sagen, dass in einem waldreichen Bundesland wie Hessen es natürlich nicht möglich ist, den Windenergieausbau voranzubringen, ohne ihn ein Windrad in den Wald zu stellen. Das ist aber auch gar kein Problem, weil weite Teile des Waldes sind ja intensiv forstwirtschaftlich genutzt. Hat die FDP bisher ja auch nichts dagegen gehabt. Von daher muss man sich natürlich anschauen, ist es ein besonders schützenswerter Wald oder kann man eben auch Windräder im Wald
haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ihr Einsatz für den Wald, wir sind weiter als die Landesregierung, das würde ich jetzt auch mal ganz unbescheiden für mich in Anspruch nehmen, dass wir da weiter sind, Herr Rock. Aber Ihr Einsatz für den Wald ist völlig unglaubwürdig. Also, er wird eigentlich nur getoppt von der Unglaubwürdigkeit Ihres Einsatzes für den Artenschutz. Denn ob eine Art schützenswert ist oder nicht, also ob eine Art schützenswert ist oder aussterben darf, das entscheidet ja die FDP danach, welchem Bauprojekt diese Art im Wege steht. Also Rotmilan, gut, weil muss geschützt werden, weil kann Windräder verhindern, Kammolch, böse, gefährdet Autobahn, darf aussterben. Das ist ja die Artenschutzpolitik der FDP. Und nur weil Sie das eben gesagt haben, Sie haben ja eben gesagt, es gibt keinen guten und keinen bösen Beton, sondern es gibt nur Beton. Und das finde ich jetzt wirklich aus Ihrem Mund, Herr Rock, ein bisschen witzig. Weil genau diese Unterscheidung macht doch die FDP mit Beton. Sie können doch gar nicht genug Beton in die Landschaft gießen, wenn es um Landebahnen geht, wenn es um Autobahnen geht. Sie werfen doch der Landesregierung vor, dass sie nicht noch genug Beton ausgießt. Beton? Bei Beton? Ja, ich würde auch sagen, dass man unterscheiden muss zwischen gutem und bösem Beton. Allerdings, ja. Also die Frage ist, was man mit dem Beton macht. Ja. Nur Sie sagen ja, es gibt nicht guten und bösen, sondern nur Beton. Aber bei Maßnahmen, die Sie für richtig halten, da interessiert Sie ja nur die Landschaft alles überhaupt nicht. Beton stört Sie nur dann, wenn Beton ein Fundament für ein Windrad ist. Dann ist das bei Ihnen böser Beton. Und deswegen ist das doch ein ziemlicher Unsinn, den Sie hier erzählen. Und dann stellen Sie fest, dass die Windkraftanlagen die Ökobilanz verschlechtern, und Sie beklagen in Ihrem Antrag, dass die 173 Milliarden € Subventionen, die bisher durch das Erneuerbare Energiengesetz geflossen sind, dass das eine viel zu große Zahl sei und dass das viel zu sehr subventioniert sei. Ja, das klingt nach einer hohen Zahl, Herr Rock, aber das klingt nicht mehr ganz so hoch, wenn man bedenkt, dass die Atomkraft bisher mit 200 Milliarden € gefördert wurde und zumindest zukünftig noch einmal 100 Milliarden € kosten wird. Die Kohle wurde ebenfalls mit über 300 Milliarden € subventioniert, mal ganz zu schweigen von den bisher gezahlten Dieselsubventionen. Also, wenn der FDP etwas zu teuer wird, sollten Sie vielleicht einmal bei Kohle, Atom und Diesel ansetzen, aber nicht bei den erneuerbaren Energien, weil die machen die Energiewende billig. Der IWF geht davon aus, von 50 Milliarden € im Jahr aus, mit denen Bund und Länder Öl, Gas und Kohle subventionieren. Das sind gigantische Zahlen. Da sind wir natürlich bei dem Grundproblem seit jeher, dass erneuerbare Energien teuer gerechnet werden, die konventionellen werden billig gerechnet und werden subventioniert, weil man einfach die Folgekosten nicht einpreist. Ich will noch einmal deutlich sagen, das EEG ist da natürlich erst einmal eine Erfolgsgeschichte. Ja, wir haben auch kritisiert, dass die EEG-Umlage sozial nicht ausgewogen ist. Aber man muss natürlich fragen, wo stünden wir denn heute ohne das EEG? Und hätten wir das nicht gehabt, wäre es doch vollkommen unmöglich gewesen, dass die erneuerbaren Energien einen Anteil von über 30% oder roundabout 30% haben, weil doch die großen Atom- und Kohlekonzerne systematisch versucht haben, die Energiewende zu blockieren. Da hat das EEG eine wichtige Rolle gespielt. Leider hat die Bundesregierung das EEG an vielen Stellen in den letzten Jahren verschlechtert und damit die Energiewende auch verlangsamt, meine Damen und Herren. Natürlich sehen wir, dass Strompreise ein soziales Problem sind. Die Preistreiber der EEG-Umlage müssen deshalb auf dem Prüfstand, aber nicht das gesamte EEG. Die unberechtigten Privilegien der Industrie, die müssen beendet werden, genauso wie die Rabatte bei der Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel, weil es einfach nicht sein kann, dass die kleinen Endverbraucher die Rabatte für die Großverbraucher bezahlen. Das ist in der Tat ungerecht und muss abgeschafft werden. Übrigens, ein weiterer Weg, die Strompreise zu bändigen, wäre die Wiedereinführung der staatlichen Strompreisaufsicht. Die hatten ja bis 2007. Und die könnte natürlich verhindern, dass Strom- und Gasanbieter bei Verbraucherinnen und Verbrauchern Sonderprofite kassieren. Also von daher eine staatliche Regulierung, eine Strompreisaufsicht wäre sinnvoll, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, meine Damen und Herren. In Hessen sind die Probleme aber ganz andere als die von der FDP aufgezeigten. Wir scheitern ja an den selbstgesteckten Klimazielen, und die sind schon nicht besonders hoch gesteckt. Wir haben uns ja hier alle in diesem Haus sehr darüber aufgeregt, als Donald Trump den Austritt aus dem internationalen Klimaabkommen erklärt hat. Aber man muss auch sagen, dass die FDP vielleicht nicht, ja. Aber man muss sagen, bei aller, ja, aber das ist das eine Problem, Herr Minister, aber das andere Problem ist, dass
sich zwar in der Bundesrepublik alle darüber aufgeregt haben, wenn man sich aber anschaut, wie weit die Bundesrepublik bei der Erreichung der Klimaziele ist, da ist man zwar nicht ausgestiegen, aber erfüllen tut man sie eben auch nicht. Und das finde ich, muss man schon deutlich machen, dass auch Deutschland sich hier nicht mit Ruhm bekleckert und auch Hessen nicht. Die im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen reichen nicht aus, um das ältere 2-Grad-Ziel zu erreichen, von 1,5 ganz zu schweigen. Und deshalb, wir sind natürlich nicht so weit, dass man jetzt auch nur nachdenken könnte über ein Bremsen der Energiewende und den Zubau zu deckeln oder die Verschlechterungen einzubauen, die das EEG jetzt hat. Wir müssen darüber reden, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wenn wir einen vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien haben wollen, dann muss die Energiewende beschleunigt werden und nicht ausgebremst. Und so muss auch das EEG verändert werden, in diesem Sinne. So, und dann rechnet die FDP die erneuerbaren Energien gegen die gestiegenen CO2-Emissionen auf. Und das ist erst einmal richtig. Ja, die CO2-Emissionen steigen weltweit wieder, trotz aller Abkommen. Die Kohleverschromung spielt dabei eine Rolle. Aber der Bereich, Herr Rock, der in Deutschland der CO2, in dem in Deutschland der CO2-Anstieg am meisten gestiegen ist, ist der Verkehrssektor. Da sollten Sie einmal was tun. Das Umweltbundesamt macht dafür die zu niedrige Lkw-Maut und die Dieselsubventionen verantwortlich. Alleine der gestiegene Dieselverbrauch im Land war letztes Jahr ca. 5 Milliarden Tonnen Treibhause dafür verantwortlich. Das steht auch in dem Energiemonitoring-Bericht, den Hessen gerade vorgelegt hat. Seit 2010 hat die Zahl der Diesel-Pkw in Hessen um fast 40 % zugenommen. Ich frage mich, warum tut die FDP nichts dagegen? Warum tut sie nichts dagegen? Sie sind doch einer der Letzten, die wirklich am Diesel festhalten und die am Verbrennungsmotor festhalten. Aber da ist der Hauptpunkt für den Anstieg der CO2-Emissionen und doch nicht die Energiewende und die erneuerbaren Energien, meine Damen und Herren. Und da würde ich mir wünschen, dass die FDP mal etwas tun würde gegen diese völlig sinnlosen und übermotorisierten SUVs, gegen die subventionierten Dienstwagen, der völlig ausgeuferte Lkw-Verkehr. Tun Sie etwas dagegen, aber polemisieren Sie nicht gegen das EEG, meine Damen und Herren. An einer Stelle hat die FDP recht. Ja, das ist ihre Forderung nach mehr Fördermitteln, auch für den Forschungsbereich. Denn in der Ländervergleichsstudie, die ich am Anfang erwähnt habe, hat Hessen besonders schlecht abgeschnitten im Bereich des technologischen und wirtschaftlichen Wandels. Also, auch da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich komme zum Schluss. Es gab ja im Bundestagswahlkampf auch einige Töne aus der FDP, die zumindest so ausgelegt werden können, als ob sie sich jetzt ins Lager der Klimawandelleugner einreihen wollten. So gesehen ist es ja ganz erfreulich, dass Sie in Ihrem Antrag jetzt wenigstens wieder davon sprechen, dass Sie die CO2-Emissionen wirksam reduzieren wollen. Aber leider tun Sie alles und in Ihrem sonstigen Antrag und in Ihrer Praxis tun Sie leider alles dagegen, damit das auch passiert. Von daher können wir dem Antrag selbstverständlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächstes spricht Herr Abg. Landau für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zu Beginn vier Anmerkungen machen. Ja, auch ich habe den Eindruck, dass nach Steuersenkung die FDP ein neues Monothema gefunden hat, das sie zum Teil ihrer Existenzberechtigung werden lässt. Den Eindruck kann man durchaus bekommen. Frau Dorn hat da ja Zahlen zugenannt. Das Zweite, was ich anmerken will, wir haben uns nach Fukushima in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg der Energiewende gemacht. Es war ein breiter gesellschaftlicher Wille, es so zu tun. Und wir hatten keine Blaupause. Wie war da Wiedervereinigung? Keine Blaupause dazu, auf die wir zurückgreifen konnten. Und dann ist es so, wenn man sozusagen jungfräulich sich bei einem Thema auf den Weg macht, dass natürlich dann auch das eine oder andere am Problem sich einstellt. Das will keiner wegreden oder kleinreden. Die dritte Bemerkung, die ich machen will, ist, wenn
von den LINKEN gesagt wird, eine Energiewende findet in Hessen nicht statt, die FDP aber gleichzeitig sagt, die Energiewende ist schlimm, sie ist fatal in ihren Auswirkungen, dann wird wahrscheinlich die Mitte, die goldene Mitte, mal wieder einmal mehr genau richtig sein, dass wir uns hier nämlich auf einer Energiewende in Hessen befinden, wo einiges sehr, sehr gut läuft. Und das ist, ich komme dann zum späteren Zeitpunkt noch darauf, auch den entsprechenden Bericht zu entnehmen. Die vierte Bemerkung, die ich voranstellen will, ist, ich habe Ihren Ausführungen auch heute wieder, also den Ausführungen der FDP, sehr genau zugehört. Sie kritisieren das eine, Sie kritisieren das andere an der Energiewende. Aber zu keinem einzigen Zeitpunkt erfahren wir von Ihnen, wie Ihr Energiekonzept aussieht. Was sind Sie bereit zu übernehmen? Was möchten Sie ändern? Was möchten Sie neu an neuen Elementen einfügen? Diese Gesamtschau, die haben wir bis jetzt von Ihnen noch zu keinem Zeitpunkt erhalten. Und ich denke, das zeigt dann auch ein Stück der Qualität, die Sie an der Stelle an politischer Arbeit abgeben. Auch Sie haben sich bezogen auf den Energiemonitoring-Bericht. Und ich bin Ihnen eigentlich insofern dankbar, schon ein Stück weit, dass Sie heute dieses Thema Energie angesprochen haben, weil es mir dann auch Gelegenheit gibt, für die CDU-Fraktion zu sagen, dass wir diesem Bericht vieles entnehmen können, wo wir darauf stolz sein können. Wir können nämlich dem Bericht an vielen Stellen entnehmen, dass wir sozusagen auf dem Weg der Energiewende vieles erreicht haben, dass wir ein gutes Stück vorangekommen sind. Und es zeigt uns natürlich auch die Baustellen auf. Ich habe ja von der Blaupause vorhin gesprochen. Und das färbt natürlich auch auf das, was wir hier in der Energiepolitik erleben, ab. Und wir können jetzt ganz klar sagen, da läuft es gut, da ist es verbesserungsfähig. Und das können wir alles diesem Bericht entnehmen. Ich möchte folgende zentrale Aussage der Landesregierung in diesem Bericht hervorheben. Und diese zentrale Aussage lautet, noch nie kam so viel atom- und kohlefreier Strom aus den Steckdosen in hessischen Haushalten wie im Jahr 2016. Die Investitionen in erneuerbare Energien konnten um 25% gesteigert werden. Und die KfW-Förderung in Hessen für energieeffizientes Bauen und Sanieren hat ein neues Allzeithoch erreicht. Meine Damen und Herren, das ist eine der Dinge, die dieser Bericht zeigt, wo wir sehr, sehr gut dastehen. Diese Ergebnisse können wir begrüßen. Dies gilt auch im Hinblick auf die KfW-Förderung. Denn insbesondere im Gebäudebestand sind noch große Potenziale vorhanden, den Energieverbrauch bei der Raumheizung oder bei der Warmwasserversorgung zu senken. Er zeigt aber auch, um eine andere Stelle des Berichts aufzunehmen, die Investitionen in die Einrichtung, in die Anlagen zur Gewinnung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien. Die lagen 2016 bei dem stolzen Betrag von 720 Millionen €. Das sind 143 Millionen € oder 25% mehr als im Vorjahr, also 2015. Ich will Ihnen ein Nächstes sagen, warum wir bei der Energiewende hier nicht schlecht dastehen. Der höchste Anteil entfiel von der Summe, die ich eben genannt habe, nämlich in der Höhe von 465 Millionen € auf Windenergieanlagen, die Sie ja immer ganz besonders lieb haben. Und das sind 157 Millionen € oder 50% mehr als im Vorjahr. Die Neuregelung des EEG 2017, so will ich es einmal nennen, und das gehört zur Wahrheit dazu, hat diese Entwicklung sogar noch befördert. In Hessen waren im Jahr 2016 weit über 10.000 Menschen in Energieversorgungsunternehmen tätig. Lieber Herr Rock, wir können uns trefflich darüber streiten, ob wir von einem grünen Jobwunder sprechen können oder nicht. Aber eines können wir doch feststellen, dass die erneuerbaren Energien einen erheblichen Beitrag zur Beschäftigung beitragen. Und das möchte ich hier lobend herausstellen. Ich hatte es ja schon jetzt an mehreren Stellen anklingen lassen. Es gibt auch weniger helle Aspekte, generell und auch in diesem Bericht. Dazu zählt aus meiner Sicht insbesondere die Tatsache, dass wir von dem selbstgesteckten Ziel, 25% des
Bruttostromverbrauchs in Hessen aus erneuerbaren Energien decken zu wollen, derzeit noch nicht erreicht haben. Und da sage ich Ihnen auch ganz klar, Herr Rock, da treten wir gerne in die Diskussion mit Ihnen ein, was die Gründe sind, was wir abstellen können. Und da bin ich ganz gespannt, was Sie außer den Parolen von heute dort dann an konkreten Verbesserungsvorschlägen vorzutragen haben. Was ich auch anmerken will bei all der Diskussion, die Sie und Ihre Partei ja immer gerne führen, dass Sie sich immer auch auf das alte EEG beziehen, dass Sie sozusagen die Auswirkungen des in diesem Jahr in Kraft getretenen und schon erkennbaren, in seinen Auswirkungen erkennbaren neuen EEG nämlich außer Acht lassen. Wir stellen fest, dass es in seiner neu ausgestalteten Form um ein hocheffizientes Instrument zur Förderung und Forderung der Technologieentwicklung im Energiesektor handelt. Und sie zeigt, dass die erneuerbaren Energietechniken nicht mehr die sind, die nur teuer sind. Natürlich war die Kosteneffizienz des EEG alt lange ein Streitthema, ohne jede Frage. Noch vor wenigen Jahren sah es ja so aus, dass die Produktionskosten für Windenergie auf See bei bis zu 10 Cent je Kilowattstunde lagen. Und Sie wissen, wo sie heute liegen, bei Null. Eine andere Sache. Vor Jahren waren die Kosten für Windstrom auch in einer sehr großen Höhe. Und wir können feststellen, dass wir heute, wo wir die zweite Ausschreibungsrunde hinter uns haben, bei einer Größenordnung von nur noch 4,28 Cent je Kilowattstunde befinden. Also, wenn Sie davon Preissteigerungen in beträchtlichen Größenordnungen sagen, ja, es mag für die Vergangenheit durchaus gelten oder gegolten haben. Aber wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo sich die Angelegenheit gedreht hat. Und da will ich Ihnen auch eine Zahl nennen, die da ganz interessant ist, weil wir können uns da akademisch über solche Zahlen unterhalten. Entscheidend ist doch bei einer Familie, was hat sie denn am Ende, wie stellt sich denn ihre Stromrechnung dar? Und da gibt es sehr seriöse Berechnungen für einen Familienhaushalt, der im Jahr einen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden hat. Das ist da ganz normal. Der hat im nächsten Jahr eine Entlastung gegenüber diesem Jahr von 5,12 €. Ja, da kann man keine Weltreise von machen. Aber er zeigt eine Tendenz auf, eine Tendenz, die ich Sie von der FDP bitte, dann auch dann mal anzuerkennen. Ich kann nur feststellen, wenn ich die Debatte verfolge, auch mit den Widersprüchlichkeiten, mit denen Sie an der einen oder anderen Stelle auftreten, und der Verneinung der einen oder anderen Sache, wo wir heute schon feststellen können, dass sie positiv sind, dass sie nicht unbedingt hier der große Star der Glaubwürdigkeit sind. Und damit lasse ich den Beton außen vor, sondern meine das durchaus für all die anderen Bereiche. Ich wünsche mir eine FDP, mit der wir uns ganz ernsthaft über dieses Thema unterhalten können, wo wir die sicherlich noch großen vor uns liegenden Aufgaben einer gesicherten, bezahlbaren und verlässlichen Stromerzeugung Stromversorgung von Industrie und Haushalten, dass wir Sie da an unserer Seite haben mit allen anderen vernünftigen Kräften und dass Sie nicht nur skandalisieren, schlecht machen, aber am entscheidenden Punkt nicht wirklich nachvollziehbare, eindeutige und klare Vorstellungen äußern. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als Nächster spricht zu uns Herr Kollege Grüger für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Rock hat gesagt, die Blackout-Gefahr steigt. Und ich habe das Gefühl, er sprach dabei von der FDP. Also nachdem Kollege Rock, Sie wissen ja, ich schätze Sie sehr, insbesondere auch als Sozialpolitiker. Aber nach der Rede müssen Sie sich das Thema Glaubwürdigkeit, glaube ich, noch einmal besonders intensiv anschauen. Ehrlich gesagt, also, ich verstehe ja, was Sinn und Zweck sein soll dieser abenteuerlichen Selbstpositionierung der FDP.
Man will ganz offensichtlich den Aluhutträgern, die sich zurzeit zur AfD orientieren, irgendwie ein neues politisches Zuhause bieten. Aber ehrlich gesagt, ob das sinnvoll ist, dass mit einer derartigen Wirtschaftsfeindlichkeit zu garnieren, wie Sie das machen, ja, das sei dahingefragt. Weil es spricht doch ihren eigenen Zielen hohn. Nicht hohl. Hohl ist es vielleicht auch, aber es spricht ihnen hohn, ihren eigenen Zielen. Es spricht den Zielen hohn. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kommt das alles ein bisschen nasal rüber. Ja. Es spricht doch Ihren eigenen Zielen hohn. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, das Geld, das erneuerbare Energienanlagen betreiben, bekommt dann irgendein Chinese. Also mal abgesehen von der, finde ich doch etwas komischen, fremdenfeindlichen Konnotation, die das hat. Es bekommt in Deutschland vor allen Dingen wer? Ein Mittelständler bekommt das. Ja, da können Sie ruhig mal zuhören von der FDP. Der größte Teil der Unternehmen, die von der Energiewende profitieren und Arbeitsplätze schaffen, das ist ein für uns Sozialdemokraten nicht ganz unwesentlicher Punkt. Der größte Teil der Unternehmen sind mittelständische Unternehmen. Und denen treten Sie gerade vor Schienbein mit Ihrer Position. Wie gesagt, da muss ja die FDP selber wissen, wie sehr sie in der Lage ist, das, was sie auf der einen Seite behaupten, mit den Positionen jetzt zusammenzubekommen, was sie jetzt in der Energiewende darstellen. Es ist ja schon viel über das Thema Beton und Wald und Kammolch und Rotmilan gesagt worden. Ein wichtiger Punkt ist aber noch nicht angesprochen worden, das Thema Subventionen. Ja, es wurde angesprochen. Wenn man über Subventionen redet, dann sollte man das auch richtig tun. Tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der Subventionen seit den 70er Jahren in die Atomkraft und in die Kohle und in die Braunkohle geflossen sind. Wir reden hier über eine Größenordnung von jeweils etwa 200 Milliarden €. Das wird noch ziemlich lange dauern, bis wir mit der Umlage beim EEG soweit sind. Und ich sage Umlage beim EEG, weil wenn Sie sich einmal mit dem Subventionsbegriff befassen würden, dann wüssten Sie, dass die EEG-Umlage gar keine Subvention ist. Das kommt ja gar nicht aus dem Staatshaushalt. Also, was erzählen Sie denn da eigentlich für einen Unsinn, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der FDP? Es ist in der Tat, und das muss man immer wieder erklären, durch das EEG wird eine Umlage generiert. Ich komme nun selber aus der Energiewirtschaft. Wir haben sogar ähnliche Festpreisverträge gehabt mit Kunden. Es ist ganz simpel so, dass denen, die eine Anlage betreiben und diese Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt errichtet haben, ein Festpreis zugesagt wird zur Abnahme des Stroms. Das ist keine Subvention, die der dafür bekommt, dass die da steht, sondern er muss etwas erzeugen, nämlich Strom. Und dafür bekommt er einen bestimmten Betrag. Dieser Betrag wiederum wird aus der EEG-Umlage generiert. Das ist nach staatsrechtlichen Prinzipien keine Subvention. Es ist faktisch eine Art Festpreisvertrag. Mit diesem Umlagesystem haben wir die Energiewende erfolgreich angeschoben und inzwischen 320.000 Jobs geschaffen in Deutschland. 320.000 Jobs. Und wissen Sie was, Herr Rock? Wenn der damalige Wirtschaftsminister Rösler nicht so unglaublich irrwitzig ins EEG hineingefummelt hätte mit seinem Kollegen Altmaier, muss ich leider den Kollegen von der CDU auch noch mitgeben, dann wäre erstens die EEG-Umlage nicht so gestiegen, wie sie danach gestiegen ist. Das war der Sinn und Zweck der Operation. Sondern dann hätten wir wahrscheinlich heute mehr als 400.000 Jobs, weil die haben durch ihre Operation dazu beigetragen, dass in Deutschland insbesondere die Photovoltaik komplett abgewürgt wurde. Und wer das nicht glauben will, der kann sich ja einmal die entsprechenden Charts in diesem von der Landesregierung vorgelegten Bericht angucken. Natürlich ist das eine direkte Folge von FDP- und CDU-Politik gewesen. Und wo wir jetzt gerade beim Thema CDU sind, das muss man vielleicht auch noch einmal klar machen.
Ich finde es, Herr Landau, interessant, dass für Sie die Energiewende 2011 anfängt. Das höre ich immer wieder. Für mich fängt die Energiewende 2000 an. Da haben wir nämlich zusammen mit den GRÜNEN das EEG auf den Weg gebracht. 2000. 2011 hatten wir schon ein Viertel erneuerbare Energienstrom im Netz. Was ist 2011 aber passiert? 2011 hatten wir zwei interessante Ereignisse. Das eine war der Atomsalto Mortale von Angela Merkel, den Sie mitvollzogen haben. Denn der Atomausstieg war ja längst beschlossen, war vertraglich geregelt, die Energieunternehmen hatten unterschrieben, alles gut. So, das ist dann wieder rückgängig gemacht worden. Und dann kam Fukushima, und dann ist das wieder rückgängig gemacht worden. Und seitdem reden Teile der CDU immer davon, dass die Energiewende 2011 angefangen hat. Aber 2011 war nur der Rücktritt vom Rücktritt sozusagen. Ich sage der Atomsalto Mortale der CDU und der Atomsalto Mortale von Angela Merkel. Und die FDP, wenn ich mich recht erinnere, war damit daran beteiligt. Und die Folgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir hier in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten müssen, im Biblis-Untersuchungsausschuss, weil dieses Hin und Her in der Energiepolitik hat dazu geführt, dass wir heute auf einer nicht ganz unwesentlichen Summe sitzen geblieben sind. Das war ein riesiges Förderprogramm war das für die Atomindustrie. Das muss man halt eben dann, das muss man der Vollständigkeit halber dann auch noch einmal dazu sagen. Und Frau Dorn, wenn Sie sagen, Energiewende muss man können, und Sigmar Gabriel kann es nicht, da muss ich aber nur darauf hinweisen, wissen Sie, wessen Konzepte Sigmar Gabriel umsetzt? Ja, ein gewisser Rainer Barke, der dürfte Ihnen in Hessen nicht ganz unbekannt sein. Der hat genau die Konzepte entwickelt, die jetzt da umgesetzt werden. Also von daher würde ich als Grüner, ja, hier nicht allzu sehr den Mund aufmachen. Das haben Sie nämlich alles mitgetragen. Das haben Sie alles mitgetragen. Im Bundesrat haben Sie das ja auch mit durchgewunken. Ja? Also von daher, man muss, wenn es hier schon um das Thema faktenorientiert geht, dann sollte man sich auch wirklich an den Fakten orientieren und nicht irgendwas erzählen, was einem gerade so in den Kram passt. Noch ein Punkt zum Thema Wirtschaft. Windkraft im Wald. Wie glaubwürdig oder unglaubwürdig die FDP als Waldschützer ist, ist das eine. Aber man muss vielleicht noch einmal klar sagen, da, wo wir Windkraft im Wald machen wollen, handelt es sich um Wirtschaftswald. Es handelt sich nicht um Urwald, der jetzt erstmalig seit weiß ich was 10.000 Jahren gerodet werden muss, sondern es handelt sich ja, im FFH-Gebiet. Mit Verlaub, das FFH-Gebiet bedeutet nicht Urwald. Informieren Sie sich doch einmal, Herr Rock. Lassen Sie sich das doch einmal erklären. Aber das FFH-Gebiet heißt nicht, dass es kein Wirtschaftswald ist. Wirtschaftliche Nutzung im FFH-Gebiet ist möglich. Meine Güte! Also, es ist schon schwierig, sich mit purer Ideologie auseinanderzusetzen. Und das ist nichts anderes, als pure Ideologie zu behaupten. Windkraft im Wald wäre für den Wald schlecht, weil der Wald kein Wirtschaftswald ist. Natürlich ist der Wald Wirtschaftswald, und es ist völlig normal, dass Bäume geerntet werden. Das muss man doch endlich einmal auch in seinen Kopf hineinbekommen, insbesondere als Wirtschaftsliberaler, Herr Rock. Ich komme zum Schluss, und ich kann nur sagen, es bleibt dabei, was das Motto des Arbeitsprogramms des Juso-Bundesverbandes 1995 war. Ohne Wind, Kraft, Wärme und Solar kein weiteres verlorenes Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grüger. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nun, also, das finde ich spannend. Ich habe noch nur Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren gesagt, und der Herr Rock weiß schon, dass er mir widersprechen muss, indem er sich noch einmal meldet. Also,
Das finde ich spannend, Herr Rock. Nun also zum 21. Mal, zum 21. Mal in dieser Legislaturperiode auf einen Setzpunkt der FDP eine Debatte zur Energiewende. Sie sind offensichtlich in Ihrem Kampf gegen Windmühlen unerschütterlich. Sie wissen eigentlich, wie das bei Don Quixote endete. Deswegen, Herr Rock, ich ernenne Sie hiermit zum Sancho Panza der hessischen FDP, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will deswegen nur zu diesem wirklich lesenswerten Werk des Monitoringberichts zur Energiewende in Hessen sagen, Herr Rock, das, was Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben und das, was Sie hier gesagt haben, hat mit der Realität der Energiewende in Hessen nichts zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen, ich sage mal, wie es ist und was da drin steht. Es kam noch nie so viel Atom- und kohlekraftfreier Strom aus den Steckdosen in hessischen Haushalten wie im Jahr 2016, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir bauen die erneuerbaren Energien aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind bei den Anlagen, die seit 2014 bis zum Halbjahr 2017 installiert worden sind, bei über 300 Windkraftanlagen. Ich rede nicht nur über Windkraft, aber auch über Windkraft. Alleine die erzeugen Strom für rund 463.000 Haushalte. Das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben bei der Höhe der Investitionen einen Höchststand erreicht. Wir hatten 2016 Investitionen von 720 Millionen €, 25% über den Vorjahreswerten. Wir sind, und das ist mir auch wichtig, beim Zuwachs der erneuerbaren Energien über die 17%-Marke gekommen, 17,3% Ende letzten Jahres, und das, obwohl bundesweit gesehen die Erneuerbaren im letzten Jahr eher stagniert haben. Also, wir sind besser als Gesamtdeutschland, und genau das war auch mein Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben übrigens auch im laufenden Jahr einen Ausbau, der stattfindet, einen sehr mit hohen Ausbauzahlen. Und deswegen sage ich Ihnen, ja, ich glaube weiterhin, ich habe immer gesagt, es ist ein sportliches Ziel, aber ich glaube weiterhin, dass wir im Jahr 2019 das Zwischenziel einer Verdopplung gegenüber dem Anfang der Legislaturperiode erreichen können. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Dann kommen wir ja nie mehr hier weg. Also, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich Ihnen ausdrücklich sagen, der Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen geht mit hoher Geschwindigkeit voran. Und deswegen an dieser Stelle noch einmal, Herr Kollege Rock. Sie müssen natürlich, wenn Sie diesen Bericht lesen und ihn komplett lesen, dürfen Sie natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Um es jetzt einmal sehr konkret zu sagen, wir haben beim Bereich der Stromerzeugung einen deutlichen Rückgang des CO2-Ausstoßes in Hessen im Vergleich zum Jahr 2000. Aber es gibt einen Bereich, da ist dieser Rückgang sehr gering, und das ist der Verkehrsbereich. Deswegen ist es, Entschuldigung, ein bisschen albern, wenn man die Windenergie auf der einen Seite, die für den Strom da ist, in Beziehung setzt zum Verkehrsbereich, meine sehr verehrten Damen und Herren, der fast vollständig unter fossilen Energien bisher läuft. Deswegen kann man das seriöserweise nicht machen, wenn man ernst genommen werden will. Aber ich habe das Gefühl, diesen Anspruch haben Sie in dieser Frage gar nicht. Deswegen reden wir dann auch beispielsweise über die Verkehrswende. Ich will Ihnen an dieser Stelle eine Sache sagen, die müssen Sie sich einmal überlegen. Das wird nicht auf Jubel stoßen, auch nicht bei der Union. Wenn man z.B. beim CO2-Ausstoß schnell etwas erreichen will, gäbe es eine Möglichkeit, kann man relativ leicht ausrechnen, was das bringt, bundesweit 3 Millionen Tonnen CO2, die man sofort machen kann, nämlich ein Tempolimit auf der Autobahn. Könnte man machen. Die Frage ist,
Ob das eine Zustimmung findet, ich bin gespannt, ob das jetzt auch bei den Sondierungsverhandlungen auf Bundesebene eine große Rolle spielen wird. Das könnte man sofort machen, würde 3 Millionen Tonnen CO2 sparen. Dafür gibt es aber wahrscheinlich im Deutschen Bundestag keine Mehrheit. So, und, sehen Sie, wenn man sich die einzelnen Punkte einmal betrachtet, dann stellt man fest, wenn man sich mit der Realität beschäftigt, ist es halt ein bisschen schwieriger als auf dem FDP-Parteitag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt, um es einmal sehr konkret zu machen. Sie sprechen die Energiekosten an, Herr Rock. Sie sprechen die Energiekosten an. Zu Recht. Sie wissen, dass ich immer für das EEG war, aber dass wir uns natürlich auf die Energiekosten auch sehr genau beobachtet haben. Jetzt will ich Ihnen an dieser Stelle einmal eine Sache sagen. Kollegin Dorn hat es angesprochen. Man könnte morgen die Stromsteuer abschaffen, bis auf den EU-rechtlich vorgegebenen Teil. Das ist irgendwas im Promillebereich. Das könnte man machen. Das kostet den Bundeshaushalt ungefähr 7 Milliarden €. Sehen Sie, ja, wir haben sie eingeführt zu einem Zeitpunkt, Herr Rock, als die Stromkosten die Hälfte waren. Jetzt ist sozusagen an dieser Stelle im Strombereich die Lenkungswirkung nicht mehr nötig. Jetzt könnte man sich übrigens eine sozialpolitische Frage, die ganz spannend ist, wenn man jetzt 7 Milliarden € Steuersenkungen betreiben möchte, dann kann man das beim Solidaritätszuschlag machen, wie die FDP was will. Das entlastet zu 80% die oberen 20% der Gesellschaft. Oder man könnte es bei der Stromsteuer machen, dass diejenigen besonders entlastet, die ein geringes Einkommen haben. Ich bin gespannt, wofür Sie sich entscheiden würden, Herr Kollege Rock. Ich bin gespannt, wofür Sie sich entscheiden würden. Kann man alles machen? Kann man alles machen, wenn denn der politische Wille da wäre. Aber der ist bei Ihnen ja gar nicht da. Ich rede weiter über die Frage. Ich habe gesagt, ich will nicht nur über die Windkraft reden. Ja, ich bedauere es, dass der Zubau der Photovoltaik nicht mehr so stattfindet, wie er einmal stattgefunden hat. Ich habe im Rahmen dessen, was wir können als Land, mit dazu beigetragen, dass wir in Hessen ein Solarkataster haben, was übrigens als bestes Digitalisierungsprojekt des Jahres im Government-Bereich, so heißt das Neudeutsch, ausgezeichnet worden ist. Und ich setze darauf, dass das auch Wirkung haben wird, indem wieder mehr Menschen merken, dass die Photovoltaik auch für sie eine Möglichkeit ist, übrigens auch in Kombination mit den Speichern, die sie immer gefordert haben. Ich hoffe, dass Sie da auch einmal Beifall klatschen, Herr Kollege Rock. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, an einem Punkt da werde ich wirklich sauer. Wenn ausgerechnet die FDP beklagt, dass der Netzausbau nicht vorangeht, wo immer auch nur ein halber Meter Stromnetz geplant ist, kannst du die Uhr danach stellen, dass die FDP vor Ort dagegen protestiert und den Widerstand organisiert. Und sich dann hier hinzustellen, siehe Südlink, da kann ich Ihre ganzen Reden hier, und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, die Projekte kommen ja gar nicht voran, also das ist eine Chuzpe, lieber Kollege Rock, die hätte ich noch nicht einmal Ihnen zugetraut. Das ist wirklich abenteuerlich. Das ist wirklich abenteuerlich. Aber ich sage Ihnen, dass wir natürlich auch mit dem Netzausbau in Hessen vorankommen. Ja, diesen Montag beispielsweise wurde die Leitung Kriftel-Eschborn in Betrieb genommen. Das ist ein Teil, sozusagen eine der vier Projekte aus dem ENLAG, aus dem Energieleitungsausbaugesetz. Wir arbeiten daran, und wir erwarten sehr bald den Planfeststellungsbeschluss für die Leitung Wahle-Meckler, hessischer Abschnitt. In Niedersachsen sieht es anders aus. Deswegen kann ich Ihnen sagen, auch da geht es voran. Und andere Bundesländer wären froh, wenn sie so weit wären wie Hessen. An dieser Stelle danke an alle, die daran mitarbeiten. Sie wissen, dass wir an der Verteilnetzstudie arbeiten. Die steht unmittelbar vor dem Abschluss und wird Aufschluss über den Zustand der Verteilnetze geben und über die mittelfristig planbaren Erfordernisse. Wir haben damit erstmals eine solide Planungsgrundlage. Und ich warte darauf,
wenn der erste Netzausbau aufgrund der Verteilnetzstudie, Stichwort Blackout-Gefahr, dann kommt, ob Sie dann dafür sind oder ob Sie auch dagegen sind. Sie sind nämlich die Dagegenpartei, Herr Rock. Sie sind die Dagegenpartei in den letzten Jahren geworden. Da sollten Sie sich einmal überlegen, ob das eigentlich mit Ihrer Vergangenheit in irgendeiner Form zusammenpasst. Ich will, Herr Minister, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Herr Präsident, ich versuche ganz schnell zum Schluss zu kommen. Ich will an dieser Stelle zwei Sachen noch sagen. Erstens, Stichwort erneuerbares Energien-Länder-Ranking. Sie wissen, dass wir mit der AEE in einer Diskussion sind über die Frage, ob da eigentlich die richtigen Parameter herangezogen werden. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Nein, nein, ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wenn man die Investitionen in erneuerbare Energien in einem Bundesland im Verhältnis zur Gesamtwirtschaftsleistung des Bundeslandes setzt, da habe ich natürlich mit 5 Windrädern in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt relativ viel und relativ schnell erreicht. Das ist in Hessen ein bisschen schwieriger. Und wenn man sich anschaut, dass die Daten aus dem Jahr 2015 sind, auf die man da rekurriert, dann glauben wir auch, dass wir an dieser Stelle sozusagen zumindest Diskussionsbedarf haben. Aber beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir 2015, da waren die 16er Zahlen noch nicht dabei, auch dort auf Platz 9, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also an dieser Stelle ist auch da sichtbar. Ja, wenn man weiß, wo man vorher war, ist das super. Wenn man weiß, wo man vorher war, ist das super. Und das wird auch tendenziell immer besser werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber eine Sache ist mir in diesem Zusammenhang nicht. Der letzte Punkt, Herr Präsident, Stichwort Landesenergieagentur. Wir haben eine Landesenergieagentur gegründet, um die unterschiedlichen Maßnahmen, die es bereits gibt, Herr Kollege Rock, aber die in unterschiedlichen Bereichen waren, zusammenzuführen. Und das macht auch Sinn, damit man da effektiver und effizienter wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie sich einmal anschauen, was es im Bürgerforum Energieland Hessen gab, bei der Hessischen Energiesparaktion, das war vorher beim Institut Boden Umwelt in Darmstadt, die Geschäftsstellen Wasserstoff- und Brennstoffzelleninitiative, die Geschäftsstelle Elektromobilität, dass es Sinn macht, das alles an einem Ort in einer Abteilung der Hessenagentur als Landesenergieagentur zusammenzuführen, das kann niemand bestreiten, der Interesse an der Sache hat. Sie haben offensichtlich keins, deswegen machen hier so eine billige Wahlkampfnummer drauf. Das wird nicht gelingen, Herr Rock. Das wird nicht gelingen. Und deswegen an dieser Stelle, wir arbeiten weiter daran, und wir arbeiten sehr erfolgreich daran und werden auch weiterhin sehr erfolgreich sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Als Nächster spricht Herr Abg. Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Al-Wazir, ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie es nicht geschafft haben, mal auf die Fakten, die ich hier vorgetragen habe, ernsthaft einzugehen. Das sind Ihre Zahlen. Ich habe es ja einmal probiert, nicht mit internationalen Wissenschaftlern zu argumentieren, sondern einfach einmal mit Ihren eigenen Zahlen und Fakten. Und wenn Sie hier vortragen, dass jetzt irgendwie mehr regenerativer Strom im Netz war wie vor x Jahren. Ja, toll. Wenn Sie ein einziges Windrad oder eine Solarzelle mehr installiert hätten, dann wäre eine Kilowattstunde mehr im Netz. Also, was ist denn das für ein Leistungskriterium? Ich kann Ihnen einmal sagen, was ein schönes Kriterium ist. Wenn Sie sagen, wie viel Beitrag ist diese Energieversorgung für den Primärenergieverbrauch in Hessen? Und da kommen Sie nicht einmal auf 1%. Das sind die Fakten, die ich Sie auch einmal gern gefragt hatte, wo Sie aber nicht darauf antworten. Und das kann doch keine Strategie sein. Und das sind Ihre Zahlen. Und jetzt, es ist hier, also, Frau Dorn, Herr Al-Wazir, wenn neuerdings die Marketingabteilung von Aldi Süd diejenigen sind, bei der Sie sich auf die Energiepolitik in Deutschland berufen, dann sollten Sie noch einmal wirklich Ihre Verbündeten genau anschauen. Genau anschauen. Sie sollten wirklich einmal versuchen, die Fakten in die Augen zu schauen. Und Herr Krüger, Sie sprechen von Arbeitsplätzen, von grünem Jobwunder. Sie haben doch in dem Bericht gelesen, wie sich die Beschäftigung entwickelt hat seit 2012.
seit 2012 60 Milliarden € Investitionen, Subventionen in dem Bereich, Beschäftigung in Hessen Rückgang 30%. 30% trotz 60 Milliarden € Subventionen. Sie müssen doch einmal aufhören, immer wieder aus der Vergangenheit Dinge zu erzählen, die heute keine Fakten mehr sind. Und Herr Al-Wazir, was haben Sie denn den Siemens-Mitarbeitern in Offenbach gesagt? Was haben Sie denn den 800 Siemens-Mitarbeitern, die Gasturbinen entwerfen, was haben Sie denen denn gesagt? Was haben Sie denn gesagt? Haben Sie gesagt, es ist meine Verantwortung, meine falsche Energiepolitik, dass Sie heute keinen Job mehr haben? Haben Sie das gesagt? Hören Sie auf mit dem Thema Beschäftigung. Das hat mittlerweile enorme Auswirkungen auf die Industrie in Deutschland. Und das, was Sie heute erzählen, die Wafer, die Solarwafer werden doch alle in China, in Taiwan, sonst wo produziert. Wird doch nichts mehr in Deutschland produziert. Das Geld fließt doch hier ab. Hören Sie auf mit den Behauptungen von gestern. Und jetzt bitte gucken Sie auch noch einmal in die Zukunft. Gucken Sie doch noch einmal in die Zukunft. Wir reden alle über Digitalisierung. Jeder ist für Digitalisierung. Ist hier einer gegen Digitalisierung? Glaubt einer, dass wir die Digitalisierung nicht vorantreiben müssen? Hier in dem Raum, Sie, Herr Minister, glauben Sie das? Glauben Sie das? Nein. Und das ist einfach auch richtig, weil die wird kommen. Und wissen Sie, was die Digitalisierung braucht? Die braucht Energie. Die braucht Energie. Und jetzt sage ich Ihnen mal eine Zahl. 15 Terawattstunden Strom verbrauchen die Rechenzentren. Und das werden jeden Tag mehr. Jeden Tag mehr. Für eine Google-Anfrage, ich weiß nicht, wer Google benutzt oder eine andere Seite, auf der Suchanfragen initiiert, wenn Sie in Google eine Suchanfrage losschicken, dann geht irgendwo auf der Welt ein Rechenzentrum an, zwei, drei, vier Rechenzentren haben Energieverbrauch, bei einmal drücken auf Ihrem Tablet. Und der Verbrauch einer Google-Anfrage, dafür können Sie eine LED-Lampe eine Stunde brennen lassen. Und Sie glauben doch nicht, dass das weniger wird, sondern die Digitalisierung wird ein Energietreiber der Zukunft sein. Und dann können Sie doch nicht mit den Techniken, den Ideen aus dem Mittelalter glauben, dass Sie den Energiehunger der Zukunft stillen können. Das können Sie nicht. Und Energiepreise, Strompreise. Der Strompreis ist seit 2000 zu heute, hat sich der Strompreis verdoppelt. Und zwar für jeden stinknormalen Haushalt in Hessen. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und wenn Sie echt etwas sparen wollen, dann machen Sie einfach, beenden Sie das EEG. Beenden Sie diese bürokratische Subventionsmaschine. Hören Sie damit auf. Und wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie mir zu dem Thema nicht glauben, dann glauben Sie doch dem IPCC. Das sagt, das EEG macht die Energiepolitik in Deutschland nicht besser, sondern nur teurer. Und das ist auch mein Schlusswort. Beenden Sie diese falsche Politik und nehmen Sie die Realität endlich zur Kenntnis. Vielen Dank, Herr Rock. Als nächstes spricht Herr Krüger für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr, Herr Kollege. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, nur um das schon einmal vorweg klarzumachen, also wenn die FDP gegen Windmühlen kämpft, dann ist der Herr Rock natürlich der Don Quixote und nicht der Sancho Panza. Der Sancho Panza hat ja versucht, den Don Quixote daran zu hindern, gegen die Windmühlen zu kämpfen. Ja, aber wohlgemerkt erfolglos. Ja, aber ich würde mich nicht darum streiten, weder das eine noch das andere zu sein. Nur das muss vielleicht noch einmal klargestellt werden. Aber Herr Minister, ich danke Ihnen für den Hinweis, dass das zu dem Primärenergieaufkommen natürlich auch der Verkehr dazu gezählt wird. Und natürlich haben wir da eine Steigerung drin, was natürlich den Anteil der erneuerbaren Energien dann wieder auffrisst. Das ist natürlich auch das Malen nach Zahlen, das die FDP da betreibt. Also ich suche mir eine Größe, ja, wo das dann möglichst schlecht aussieht, obwohl das ja mit der Windkraft gar nichts zu tun hat. Aber gut, egal. Herr Minister, Sie sind aber auch Verkehrsminister. Ne? Also insofern ist natürlich das Thema Verkehrswende
darin dann schon auch noch mit aufgerufen. Ich weiß, es ist endlos schwierig, die Verkehrswende auf den Weg zu bringen. Aber das müssen wir natürlich dann dabei auch noch mit betrachten, weil der steigende Verkehr, auch der steigende Güterverkehr, konterkariert natürlich alle Bemühungen in anderen Bereichen. Das ist natürlich etwas, was Hessen in besonderer Weise betrifft, weil wir Transitland sind für Güter, Transitland sind für Personen, weil wir den Flughafen haben und das alles bei uns auf die Energierechnung geht. Das muss man verstehen, das muss man wissen. Da muss man aber dann halt eben auch wissen, wie man dagegen vorgehen will. Und apropos wissen, wie man dagegen vorgehen will, was mir, Herr Rock, wirklich richtig auf den Keks geht, ist, wenn jemand sich hinstellt und sagt, das ist scheiße, das ist scheiße. Entschuldigung, das ist. Nein, ich nehme es zurück. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber selber nicht einen einzigen Vorschlag macht, wie es denn anders sein soll. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, kommt bei Ihnen der Strom aus der Steckdose, und der kommt dahin irgendwie, keine Ahnung, freie Energie. Da sind wir wieder beim Thema Aluhüte. Also das wird irgendwie, kommt die Energie in die Steckdose rein. Vielleicht sind es auch Atomkraftwerke, ich weiß es nicht. So erkläre ich mir übrigens den Rückgriff der FDP auf den Klimaschutz und auf CO2. Weil das ist übrigens auch der Grund, warum der Macron das alles so toll findet mit CO2 und CO2-Mindern. Weil das ist die beste Fördermaßnahme für Atomkraftwerke, denkt er sich zumindest. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, CO2 zu mindern. Das eine sind halt die Erneuerbaren und das andere sind halt Atomkraftwerke. Wir haben uns dafür entschieden, dass es nicht die Atomkraftwerke sein sollen, weil die halt eben aus ganz anderen Gründen ziemlich gefährlich sind. Aber ich habe das Gefühl, die FDP spekuliert darauf, dass es dann die Atomkraftwerke sein sollen. Ja, und dann müssen Sie das aber vielleicht mal offen und ehrlich bekennen, dass das Ihre Ziele sind. Weil das, was Sie bisher hier dazu gesagt haben, konstruktiv, ist wirklich die Debatte nicht wert. Es ist die Debatte nicht wert. Und ich finde schon, dass man so ehrlich sein muss, wenn man sagt, dagegen bin ich und dagegen bin ich und dagegen bin ich, dass man vielleicht auch einmal sagt, wofür man denn eigentlich ist. Und jetzt möchte ich noch einmal zum Thema Belastung der Industrie noch einen letzten Punkt noch einmal machen. Wenn Sie den Bericht gelesen hätten, wenn Sie den Bericht gelesen hätten der Landesregierung, da steht drin, 9,2 Terawattstunden Energie sind in der besonderen Ausgleichsregelung des EEG, besondere Ausgleichsregelung für die, die sich da nicht so gut mit auskennen, das sind die sogenannten Industrierabatte. 9,2 Terawattstunden, das ist ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs in Hessen, ein Viertel. Diese Unternehmen haben einen Strompreis, der fast konkurrenzlos günstig in Europa ist, weil sie die EEG-Umlage nicht bezahlen müssen. Das sind sehr, sehr viele große Industrieunternehmen in Hessen, die auf diese Art und Weise. Das kann man unter Gerechtigkeitsgründen kann man das mal diskutieren. Das kann man mal. Ich bin daran beteiligt gewesen, die besondere Ausgleichsregelung zu machen. Das kann ich Ihnen sagen und aus guten Gründen, weil Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, mit Staaten, in denen der Strom subventioniert wird und es keine Energiewende gibt, ist das natürlich ein Riesenproblem. Ich stehe da auch nach wie vor zu. Aber das sind die Fakten, Herr Rock. Das sind die Fakten, mit denen man sich befassen muss, wenn man sich hier hinstellt und sagt, die arme Industrie ist so stark belastet. Ein großer Teil der Industrie in Hessen ist stark entlastet. Und das muss man der Wahrheit halber dann auch noch einmal hier sagen. Vielen Dank, Herr Kollege Grüger. Dann hat noch das Wort Frau Abg. Dorn für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren! Herr Kollege Rock, Sie haben noch einmal die Zahl der Beschäftigten hier angesprochen. Da möchte ich Sie Ihnen noch einmal erläutern, die Zahlen, die Sie immer nur sehr allgemein präsentieren. Ich hatte gerade schon einmal erwähnt, dass wir ein Problem hatten beim Thema Photovoltaik. Da wurden zwei Drittel der Arbeitsplätze abgebaut. Ich habe Ihnen auch gerade bereits schon erwähnt, was das grundlegende Problem war. Das ist ein Prozess seit 2011. Dazwischen lag eine EEG-Änderung eines Bundeswirtschaftsministers Rösler. Insofern können Sie nicht immer wieder hier die Energiewende verantwortlich machen, sondern die Frage der Förderung ist doch das Entscheidende. Der andere Punkt ist in der Windenergie in Hessen. Da ist nämlich ein gegenläufiger Trend. Da haben wir einen Anstieg von 20
an Arbeitsplätzen, und der ist höher als im Bundesschnitt. Die Energieform, die Sie am meisten bekämpfen, gibt die meisten Arbeitsplätze. Insofern ist es genau die Zukunftsbranche, die wir brauchen. Und, Herr Kollege Rock, schauen Sie sich doch einmal international um. Schauen Sie sich doch bitte einmal international um. Gerade in Hessen sollten wir das tun. International übersteigen die Investitionen von erneuerbaren Energien, die in fossile Energien, doch weit mehr mittlerweile. Weit mehr. Herr Kollege Rock, sind Sie allen Ernstes der Meinung, dass die Zukunft der Wirtschaft in den fossilen Energien liegt? Wollen Sie wirklich den Menschen dort draußen weismachen, dass das die Zukunftstechnologie ist? Wir müssen doch den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, einen Weg geben, dass sie dort herauskommen und in die Zukunftsbranchen wechseln und neue Perspektiven bekommen. Sie streuen doch den Menschen Sand in die Augen, wenn Sie genau das Gegenteil hier behaupten. Und dann haben Sie gerade reingerufen, Sie wären nicht gegen den Netzausbau. Das ist ja wirklich also nur noch amüsant. Ich darf mal Sie zitieren. In der Rede im Juni 2017, ist ja nicht ganz lange her, da fragen Sie, was ist Südling? Wir haben heute viele Zuschauer. Einige werden es schon wissen. Es ist eine Gleichstromtrasse und so weiter. Es gilt also, wenn man die ideologisch getriebene grüne Energiewende, wie sie sowohl in Berlin als auch hier in Hessen durchexerziert wird, für richtig hält, dann ist es ein notwendiges Projekt, das wir als Freie Demokraten als völlig überflüssig ablehnen. Sie kämpfen überall gegen die notwendige Trasse Südlink, überall in der Region, hier, überall. Und dann können Sie mir nicht erzählen, Sie wären für den Netzausbau. Das ist die einzige Trasse, die wirklich von wesentlicher Bedeutung ist, die gerade im Moment diskutiert wird, die wahrscheinlich jetzt über Thüringen laufen wird. Sie haben immer dagegen gekämpft. Dann tun Sie nicht so, dass Sie für den Netzausbau sind. Das ist doch lächerlich. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Herr Kollege Rock auch noch angedeutet hat. Sie können ja noch einmal hervorkommen, Herr Kollege Rock. Sie haben gerade über die Rechenzentren gesprochen. Stimmt, wir haben einen Anstieg mit den Rechenzentren, was Energie angeht. Das ist ein Problem, das längst erkannt ist. Bis 2020 übrigens, Herr Kollege Rock, 20%. Und auf welche Antwort hat diese Landesregierung? Was macht dieser Wirtschaftsminister? Er hat ein Projekt, um das Thema Energieeffizienz bei Rechenzentren voranzubringen. Da gibt es Riesenerfolge. Haben Sie sich eigentlich einmal in Darmstadt das Green IT Cube angeschaut? Haben Sie das jemals, wenn Sie über Rechenzentren sprechen? Der Kollege Lenders hat es gemacht, Gott sei Dank. Die kühlen die Rechner anstatt mit Luft, mit Wasser. Das ist viel energieeffizienter. Oder das Rechenzentrum der Diakonie und der Kirche. Die hatten gemerkt, dass sie mit einem Prozess, dass sie ganz viel ungenutzte Potenziale haben und dass sie alleine über eine Flexibilisierung da ganz viel hinbekommen haben. Das sind genau die Zukunft für die Rechenzentren, ist die Energieeffizienz. Das ist unsere Antwort. Was ist eigentlich Ihre Antwort, außer zu sagen, wir wollen ins ewig Gestrige gehen? Und beim Thema Verkehr, Herr Kollege Krüger, ich kann ja 90% Ihrer Rede nur zustimmen. Beim Thema Verkehr haben wir ja deswegen im Klimaschutzplan unseren großen Schwerpunkt. Weil in Hessen ist das der große Bereich für den Klimaschutz. Da sind die relevanten Punkte. Da ist der Schwerpunkt im Klimaschutzplan. Und ich verstehe nicht, warum die SPD nicht uns auf diesem Weg des Klimaschutzplans unterstützt, ist immer nur kritisiert. Lassen Sie uns doch dann eher gemeinsam Punkte finden, die wir noch besser machen können. Wir sind auf einem sehr guten Weg im Bereich Verkehr. Und da gehen wir auch weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt liegen wir zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen mehr vor, sodass wir am Ende der Aussprache sind. Können wir hier vielleicht weiterfahren? Danke schön. Der Antrag Drucksache 19/5759 wird verwiesen in den WVA. So ist es vorgesehen. Damit ist dieser Punkt erledigt.